Hey Leute, ich bin Aberog und ich bin Vapo und heute versuchen wir Fake-Marken von echten Marken zu unterscheiden. Und ich setze mir jetzt diese lustige Maske auf. Ich habe hier einen Fake-Dickmann und einen echten Dickmann und Aberog, ich gebe dir jetzt als erstes diesen hier. Mach mal deine Hand auf. Ja, jetzt musst du rausfinden, ob das Fake ist oder echt. Ja, dann probier mal. Also schmeckt jetzt erstmal echt. Okay, mach mal die Hand auf. Du kriegst jetzt den zweiten Dickmann. Oh, der ist ein bisschen süßer. Der ist genau perfekt süß. Der hier ist besser. Das ist jetzt die Marke. Okay, aber bist du bereit für die Auflösung? Ja. 3, 2, 1. Der zweite war der echte. Ja! Das hast du sehr gut gemacht, ey. Ja, ja, ja. Marco, weißt du was? Jetzt bist du dran. Ich habe hier einmal Marke und einmal Fake. In welcher Hand ist was, Freunde? Ich weiß es nicht. Testen wir Pringles? Vielleicht. Okay, ja, wir testen Pringles. Und ich mache jetzt das erste Produkt auf. Hä? Das sind die Fake Pringles. So hört sich Warum? Das Originale nicht an. Das sind die Fake Pringles. Warum? Das sind nicht die echten. So hört sich Warum? Das Originale nicht an. Hä? Dann nehme ich mir jetzt mal den ersten Chip hier raus und du musst erraten, ob das Original oder Fake ist. Ach, das ist easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Ja. Und wie schmeckt's? Sehr geil. Sehr geil. Ja, das sind die Originalen, definitiv. Nein. Ich hab mir doch die Fake gegeben. Nein, das waren die Originalen. Komm. Ich gebe dir jetzt noch einen, ne? Okay, hier. Mach mal. Hier, bitteschön. So. Das sind die Fake-Dinger. Nee. Das ist Fake. Nein, das ist nicht Fake. 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 Okay, Vapo, du hast recht. Die ersten waren die Originalen. Aber okay, jetzt bist du erstmal dran. Okay, dann setze ich jetzt meine Maske auf. Die sieht so lustig aus. Und dann bin ich mal gespannt, was für ein Produkt als nächstes kommt. Weil das weiß ich ja noch gar nicht. So sieht's aus. Das nächste Produkt ist dran. Aber auch erkennst du schon, was das ist? Ey, das ist Beefy, das erkennt man doch sofort, ey. Das erkennt man an dieser ikonischen Verpackung. Ihr müsst wissen, Aberog ist der größte Beefy-Fan überhaupt. Das hier ist die Originale und das hier ist die Fake-Variante. Und die werde ich erkennen. Let's go, los, gib mir was hier. Ich will was Zucker. Oh, steckst du mir das ja direkt in der Hand hier. So, wo ist... Oh, da ist Folie auf jeden Fall. Erstmal, wie die riecht. Die riecht auf jeden Fall... ein bisschen gammelig. Die schmeckt auch ein bisschen gammelig. Also glaubst du, das ist die Fake-Variante? Ah, ich will mich noch nicht festlegen, aber 100% Beefy ist das für mich nicht. 100% Beefy ist das nicht. Dann kommt jetzt diese Variante. Probier mal. Ja. Im Mund rein oder in die Nase? Nee, da ist ja Folie um zu. Und du hast ja die Folie schon abgemacht. Da ist gar keine Folie um zu. Das kommentiere ich jetzt mal nicht. Die stinkt nach... Die stinkt so ein bisschen nach Hundefutter. Und die ist härter. Alter, ist die hart, Digga! Also würdest du sagen, das ist die Originale? Das ist die Fake. Okay, aber du hast recht, die erste ist die originale Beef. Ja, boah. Hundefutter, ich seh nichts. Abbruch. Freunde, also die schmeckt gar nicht. Und das hier ist meine leckere Beefy, Digga. Die erkenne ich doch. Freunde, Beefy auf die 1. Beefy auf die 1. Okay, wir haben jetzt 3 Markenprodukte erkannt. So, Vapo. Also, ich bin hier am Start. Ich habe hier so ein bisschen was rangeholt. Einmal Fake und einmal Marke. Und wie du vielleicht schon an den Gläsern hören kannst, handelt es sich hierbei um etwas zu trinken? Ich sag dir auch, was das ist, Vapo. Also, das ist Eistee. Und ich werde dir jetzt einmal die Marke geben und einmal das Fake-Produkt geben. Und dann musst du sagen, was der originale Eistee ist und was der Fake-Eistee ist. Ich trinke zwar wenig Eistee, aber das kriege ich locker hin. Aber komm, gib mir den Eistee. Digga. So, ich habe dir das jetzt eingeschenkt. Möchtest du 1 oder 2 haben? Ich nehme die 1. Du nimmst die 1. Okay. Dann schiebe ich die dir mal hier hin. Ja. Okay. So, und die Version schiebe ich mal ein bisschen weg. Dann taste-teste das Ganze mal.
und ich mache überhaupt keine Faxen. Ich muss sagen, schmeckt ein bisschen wässrig. Schmeckt wässrig? Ja, riecht auch nicht so gut. Hä? Okay, ja, vielleicht handelt es sich hierbei ja um die Fake-Variante. Ich finde, es schmeckt auch nicht richtig. Das soll glaube ich, Eistee Pfirsich sein, schmeckt aber nicht richtig danach. Ich sag dir schon mal eins. Ja, egal, sag ich dir gleich. Das hier ist Fake. Das ist Fake? Ja. Ja, okay. Also die Dinger stellt man eigentlich auf den Untersetzer. Nur so als Info. Und dann gebe ich dir jetzt Version Nummer 2. Okay. Mhm. Ah, das ist erfrischender. Das schmeckt für mich wie ein richtiger Eistee Pfirsich. Ja, okay. Das ist aber Zitronengeschmack. Das merkst du schon, ne? Beide Eistee. Eistee Pfirsich. Hä, ist okay. Oh, Mann. Ja. Aber es schmeckt vollmundiger. Es schmeckt einfach besser. Vollmundiger. Mehr nach dem Geschmack halt. Bist du dir sicher? Mhm. Oh, okay. Ich kann dich ja auch so ein bisschen in die Irre führen. Ja, du sollst mir aber hier mehr davon geben, weil das ist der originale Eistee. Sagst du, loggst du das ein als Antwort? Ja, ich logge das so ein. Okay, Marco, du sagst, dass das das Original ist. Das Original hast du erkannt. Ja! Nein, aber Spaß, hast du nicht erkannt. Du hast gedacht, dass die Marke, dass die Fake-Marke die originale Marke ist. Also gut und günstig Eistee, hast du gesagt, ist das Original. Und zu Lipton-Eistee hast du gesagt, ist Fake. Ja, also hier lohnt sich definitiv das Fake-Produkt. Ja, also Marke ist nicht immer gut. Und ja, das können wir auch voll gut mit dem Video beweisen. Und da kommen bestimmt noch richtig krasse Produkte auf euch zu. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja. Aber okay, ich bin wieder da. Ja, das hat lange gedauert, Digga. Ja, wir mussten ein bisschen was vorbereiten. Schaut mal, Freunde, wir haben hier einmal das Originale und einmal das Fake-Produkt. Und ich zeige jetzt nochmal die Kartons. Das hier ist Original, Freunde. Was riecht das hier so komisch? Ja, und das hier ist das Fake-Produkt. Okay. Aber Ock, bist du bereit? Dann würde ich dir jetzt eins der beiden geben. Komm, aber Ock, ich habe dir jetzt ein Stück fertig gemacht. Mach mal deine Hand auf. Dankeschön. Brot, bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Okay, also. Ey, das ist gar keine Pizza. was ist das? Das ist so klein. Ja, musst du mal probieren. Dann merkst du das schon. Das riecht aber wie Pizza. Hä? Was könnte das sein, wenn das riecht wie Pizza und sich ein bisschen anders anfühlt? Ja, okay. Klar, Digga. Das ist ein Baguette. Du hast mir ein Stück vom Baguette gegeben, kann das sein? Ja, das ist Baguette. Wir testen heute Fake und echte Baguettes. Yes, baby. Schmeckt aber lecker. Schmeckt lecker? Ja. Okay. Aber jetzt musst du erkennen, was das echte ist und was das Fake-Ding. Ich schneide dir hier nochmal ein ordentliches Stück ab. Ja, mein Mund ist auch leer. Ja, dann mach mal deinen Mund auf, denn jetzt kommt das Flugzeug. Oh. Ah. Abbruch. Okay, man schmeckt direkt, dass das hier Fake sein muss. Ohne Spaß, das schmeckt so säuerlich, das ist so heftig, du merkst es direkt, Alter. Ja? Ja. Findest du, dass das das Fake ist? Ja. Das ist Fake. Das Fake-Marke. Das andere war Original. Es schmeckt viel säuerlicher. Das hier ist das ist die Marke. Das schmeckt besser. Das hier schmeckt tausendmal besser. Let's go, Leute. Habe ich wieder recht? Ja, aber du hast recht, Mann. Das erste ist das Originale. Okay, dann steht es jetzt 3 zu 1. 3 zu 1 nur? Ja. Nur, du hast 3 Punkte, ich habe 1 Punkt. Ja, ich meine, dass du nur 1 Punkt hast. Alter Babo. Okay, dann gebe ich dir gleich mal ein Produkt, was du dann auch erkennst, okay? Alles klar, ich werde jetzt gewinnen, aber okay, ich mache dich fertig. Mhm. Und ich habe mir schon ein 1A-Produkt für dich überlegt, nämlich diesen kleinen Schlawiner. Oder eben halt diesen Schlawiner. Und ich würde mal sagen, hier weiß jeder von euch sofort, was die Marke und was der Fake ist. Was könnte das sein, Babo? Das ist Nutella, 1A Nutella. Das ist Nutella? Okay, da brauche ich auch nicht lange rumlabern. Da gebe ich dir einfach direkt das Original hier. So, einmal reinmachen, einmal das Ding hier aufmachen. Zack, kriegst direkt das Original von mir. So. Ewig glaube ich dir nicht, wenn du so redest. Soll ich dir viel oder wenig geben? Gib mir richtig viel. Soll ich echt machen? Richtig, ohne Spaß? Ja, Nutella ist geil, Bro.
Nutella erkenne ich auch, Sam. So, Freunde, wenn das nicht viel ist, dann weiß ich auch nicht. So sieht das Ganze aus. So, Wapo. Dann in den Mund auf. Nein, Spaß. Nein, das meine ich, das musst du selber reinstecken. Das ist ein Löffel. Ja. Boah, Junge, das ist lecker. Das ist lecker. Ich habe meine Hand da drunter, nicht so weit nach unten. Nicht so weit nach unten, ich krieg das mit volle Pulle auf. Danke, ich habe volle Pulle auf meine Hand gerichtet. So. Du hast gesagt, ich soll viel machen, meine ganze Hand ist voll. So, ey, jetzt steck rein, meine Hand ist voll. Mm. So, leg einfach das einfach liegen. Lass einfach liegen. Mach Platz. Das ist fake. Geil. Das ist fake, Digga. Ja. Meine Hand ist voll mit Scheiße. Das ist fake. Bah. Wapo, lass die Maske auf. Ich muss mal eben kurz meine Hände waschen. Jetzt gebe ich dir das andere Produkt und dann musst du natürlich erraten, ob das Fake oder Original ist. Ich sag jetzt schon, dass das Original ist. Hä, das andere gerade war das Original. Das war ekelhaft. Hä, die schmecken doch alle gleich. Stell dich mal nicht so an. Die schmecken. Willst du dich mit mir anlegen? Freunde, die schmecken doch alle gleich, ey. Jetzt übertreibst du. Also man erkennt, das ist ein echter Nutella. Soll ich dir viel oder wenig geben? Mach Mittel. Mittel, okay. Ich mach Mittel viel. So, dann kleckert das auch nicht so doll. Alter, die Konsistenz, kann ich jetzt schon mal sagen, ist auf jeden Fall ganz anders. Okay. Das ist auf jeden Fall das. Wir riechen. Das ist echte Nutella. Das ist echte Nutella. Hey. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Das ist echte Nutella. Ja? Ist das echte Nutella? Ey! Ist echt, ne? Mhm. Sagst du, ist das echt gut? Ich hab dir gerade gesagt, ich hab einen Teller da hingelegt, aber okay. Ja, ich sehe ihn noch nicht. Ja, okay. Also, was lockst du ein? Option 1 oder Option 2? Also, Freunde, das hier war Option 1 und das hier war Option 2. Wapo, was lockst du ein? Option 2 ist das Original. Option 2 ist die Marke, ja, hast recht. Option 2, das war das echte Nutella. Digga, das andere... Junge, was hast du hier rumgesaugt? Das ist so flüssig, Digga. Ich habe hier nicht mit gerechnet. Du hast gesagt, mega viel. Du hältst das da so hin und das läuft alles auf meine Hand. Das läuft alles auf meine Hand, weil die Scheiße so flüssig ist. Ja, Digga. Komm, nimm die Maske hier, Bock. Ja. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Jetzt geht's um Cola, Bock. Ich bin gespannt, ob du das echte errätst. Cola? Oder? Ey, Cola beste. Beste Cola, Digga. Okay, Bock, ich schenke dir... Ah, du machst schon was auf, krass. Ich mach schon was auf, dann hör mal. Okay, und jetzt kommt die hier. Digga, ich soll die Marke erkennen. Digga, du hast einmal eine Glasflasche hier. Freunde, was ist wohl fake und was ist wohl echt? Okay, Bock, also ich habe die andere, die Flasche habe ich hier, habe ich natürlich auch hingestellt. Ja. Und jetzt gebe ich dir eine Cola und du musst erraten, was für eine Cola das ist. Jetzt erstmal Real Talk. Wir sind doch Brüder, ne? Wir mussten doch mit dieser unnormalen Billig-Cola aufwachsen. Ey, die aus einer Plastikflasche, die hat so scheiße geschmeckt und wir durften nie die echte trinken, weil die zu teuer war, ne? Ja, leider ist das so. Okay, also. Boah, das riecht schon so lecker. Ey, ohne Spaß. Das riecht schon so richtig. Riecht einfach richtig geil nach Cola. Das riecht so, gerade, das riecht sogar so, als wäre da jetzt sogar noch so ein ganz ticken Zitronenschuss mit extra drin. Und was sagst du? Oh, die schmeckt so geil, ey. Ja, die schmeckt geil. Man schmeckt das auch voll, dass die aus so einer Glasflasche kommt. Die schmeckt richtig geil, ey. Ja. Man schmeckt das auch voll, dass die aus so einer Glasflasche kommt. Die schmeckt richtig geil, ey. Ja. Ja, das schmeckt so geil. Das ist die echte Cola. Das ist die echte Cola. Real Talk. Okay, wenn du meinst, das ist die echte Cola, dann ist jetzt ja einfach. Dann stell das Glas weg. Ja. Ich gebe dir jetzt das zweite Glas. Gib mal rein. Bitte hier, schön. Bitteschön. Und dann. Die riecht schon nach Plastik. Die riecht schon nach Plastik, Digga. Viel zu wenig Kohlensäure, Digga. Schmeckt nach Scheiße. Okay, aber dann sag jetzt mal an, was ist das Original, was das ist. Gib mir nochmal das andere her. Okay. Sag an. Das hier ist die Marke, 1 Million%, Digga. Ich erkenne doch wohl Cola, ey. Cola kennt jeder. Und außerdem ist das nicht schwer, das hier kommt aus der Glasflasche, das auf der Seite hier. Okay, aber auch leider muss ich dir sagen, dass du nicht die echte Cola erkannt hast. Willst du mich verarschen? Ja, willst du mich verarschen oder was? Das hier ist die originale Cola. Mich. Nein, guck dir schon mal die Farbe an, Alter. Hier, das hier und dann das. Das hier ist das, was besser geschmeckt hat. Genau. Du hast was getauscht. Du verarschst mich, Digga. Nein, du verarschst mich, Alter. Video nach an. Ja, also Bock hat die Fake-Cola als echte Cola enttarnt, aber das stimmt gar nicht. Das hier soll die Fake-Cola sein? Das ist die Fake-Cola. Scheiße, Freunde, die Fake-Cola schmeckt besser. Sagst du? Ja. Die Fake-Cola schmeckt besser, Digga, und ich laber noch so eine Kacke von wegen. Und dass man das aus der Glasflasche hört und dass das besser schmeckt, ey. Oh, die schmeckt so geil, ey. Oh ja. Mann, aber okay, jetzt habe ich dich. Jetzt haben wir wieder. Ey, an alle, die nur die Billig-Cola. Ey, hier ist ja noch das Nutella vor. An alle, die nur die Billig-Cola trinken, Freunde, jetzt wisst ihr Bescheid.
Die schmeckt sogar besser, ey. Oh Mann, ey, Digga, wie peinlich. Oh Mann, aber auch jetzt Punktestand 3 zu 2. 3 zu 2. Jetzt bist du dran, das heißt, du könntest jetzt aufholen. Ich werde aufholen. So, dann gebe ich dir mal die Maske. Also, Bapo, hier ist die Maske. Also, Freunde, jetzt haben wir einmal dieses Produkt. Das ist, ich sag's dir direkt, Bapo, ich sag's dir direkt, das ist weiße Schokolade. Weiße Geil. Schokolade. Ich mach dieses wunderschöne Markenprodukt jetzt auf. Das ist der Karton, Junge. Das ist der Karton. Und jetzt mache ich das Fake-Produkt auf. Ja, mach mal. Also ah, die Fake-Milch. Ich mache das Fake-Produkt jetzt auf. Ja. Das hier ist Fake und das ist echt. Und ich gebe Bapo jetzt. Bapo, mach mal deine Hände auf. So, ich gebe dir jetzt zwei Produkte. Ja. Und du musst die einmal taste testen. Also das hier ist schwerer. Da würde ich schon wieder sagen, das ist der billige aus dem Karton. Das hier ist leichter. Das ist... Das vielleicht. Ist das Original. Ich esse mal. Vielleicht. Oha. So. Taste testet die einmal. Oh, welchen hast du jetzt? Du hast die Marke genommen. Naja. Schmeckt gut. Schmeckt gut, gut. Ist aber auch mehr, ne? Ja. Luftig, ja. Ich gehe davon aus, dass das so Fake-Produkt ist. Ja. Geh da mal von aus. Mehr von dran ist. Nur weil das mehr ist, soll das Fake sein? Ja, höher. Dicker. Und der Karton war schwerer. Und das hier schmeckt einfach mehr wirklich nach Schokolade. Das andere hatte noch irgendwie so andere Geschmack mit dabei. Das hier schmeckt besser. Deswegen, das zweite ist die originale Milka. Oder? Ja, bin setz ich mal deine Maske ab. Bin ich genau richtig. Setz mal deine Maske ab. Ja, du hast es gesagt. Aber ja, Digga, was ist das auch für ein Oschi, Digga? Zieht euch das mal rein, ey. Junge, wie dick die eine Schokolade ist. Das war voll, voll verarsche. Ja, und die versuchen das mit dieser Luft und so da drin, das irgendwie zu faken. Aber hier Milka ist einfach top. Ja, genau. Interessiert gar keinen mehr. Denn, Freunde, weißt du was Blödes, Bapo? Jetzt hast du 3 Punkte und ich habe jetzt auch 3 Punkte. Das heißt, wir haben Gleichstand. Was machen wir denn jetzt, Freunde? Ich habe gewonnen. Also, das schreit auf jeden Fall nach einer weiteren Challenge. Und wenn du eine Challenge-Idee hast, schreib sie in die Kommentare. Lass ein Abo da. Schau das Video auf dieser Seite an. Wir sehen uns da sofort wieder. Bis gleich und ciao.